Schönen guten Tag, liebe Damen und Herren. Willkommen zu dieser Keynote unter ungewöhnlichen Bedingungen. Ich gebe trotzdem mein Bestes, das auch ohne Publikumsfeedback unterhaltsam zu machen. Ich bin Marina Weißband. Ich bin von Hause aus Psychologin mit Schwerpunkt in pädagogischer Psychologie und ich nenne mich inzwischen Beteiligungspädagogin. Warum mache ich das? Ich habe sehr früh angefangen, mich mit den Potenzialen der Digitalisierung zu beschäftigen, bin 2009 in diese obskure politische Partei eingetreten, die Piraten. Und wir haben damals gedacht, yay, alles ist jetzt prima, wo wir die Digitalisierung haben. Jetzt müssten wir doch eigentlich alle demokratischer werden. Immerhin sind wir alle so mächtig wie keine Generation vor uns, so gut informiert, so fähig, uns miteinander auszutauschen, gemeinsam Materialien zu entwickeln. Ich konnte selber Programme schreiben mit 15. Ich konnte mich in Systeme hacken. Ich konnte plötzlich ganz, ganz viel und auch über große Distanzen. Das heißt, theoretisch müsste ja jetzt eine demokratischere Welt sein, dachte ich. Tatsächlich ist es sehr interessant, was wir in letzter Zeit erleben, zum Beispiel in der Meme-Kultur, wo mit Hilfe von Bildern sehr spracharm, aber folglich auch sehr international anschlussfähig, nicht nur lustige Inhalte ausgetauscht werden, sondern richtige Wertediskurse geführt werden, wie zum Beispiel, was mache ich, wenn meine Freundin fremd geht? Oder wer ist ein Good Guy Greg? Wer ist ein Scumbag Steve? Was macht einen Menschen gut oder schlecht? Allerdings stellen wir natürlich auch fest, dass diese selbe Infrastruktur und noch besser organisiert auch von Rechten benutzt wird, dass internationale menschenverachtende Bewegungen entstehen und wachsen und sich verbreiten und gerade das Zusammenspiel von Social Media und klassischen Medien nutzen. Und sehr, sehr viel davon hat damit zu tun, dass soziale Medien, auf denen wir uns austauschen, gewinnorientiert sind. Die verdienen Geld dadurch, dass sie die größtmögliche Aufmerksamkeit binden. Und das führt natürlich dazu, dass sie die radikalsten Inhalte pushen. Aber es ist nicht nur das. Es ist eben, dass das Internet an sich uns weder demokratischer macht, noch undemokratischer. Es hilft erstmal, bestimmte Dinge zu tun. Digitalisierung kann bei Beteiligung helfen, Prozesse zu strukturieren und sie damit leichter nachvollziehbar zu machen, sie zu protokollieren, neue Menschen zu aktivieren und zu motivieren. Das betrifft besonders Jugendliche, wenn wir als politische BildnerInnen plötzlich in ihre Lebensrealität kommen. Es hilft zu gestalten, zu übersetzen, auch buchstäblich zwischen zwei verschiedenen Sprachen, zusammenzuarbeiten und ganz wichtig, zu vervielfältigen. Dieser letzte Punkt darf nicht unterschätzt werden, weil das nichts Geringeres bedeutet, als dass wir so etwas haben wie die Erfindung der Buchpresse, wo plötzlich einer zu vielen kommunizieren konnte und leicht seine Gedanken vervielfältigen konnte. Das haben wir jetzt für alle. Das heißt, wir haben nicht die einer zu viele Kommunikation, wir haben die viele zu viele Kommunikation. Und das letzte Mal, als so ein Durchbruch geschah mit der Erfindung des Buchdrucks, hatten wir im Anschluss die Aufklärung, neue Maximalforderungen an das, was geht. Digitalisierung macht also erstmal mächtiger, aber nicht automatisch demokratischer oder weniger demokratisch. Sie ist, wie Joran Moos-Mehrholz sehr treffend sagte, der große Verstärker. Wenn ich gerne passiv auf dem Sofa sitze, kann ich mit Hilfe eines Smartphones besser passiv auf dem Sofa sitzen. Wenn ich gerne politisch aktiv bin, kann ich mit Hilfe des Smartphones besser politisch aktiv sein. Das heißt, für mich stellt sich die Frage, wie verstärken wir denn dieses Demokratische? Wie verstärken wir das Bedürfnis, politisch aktiv zu sein und Verantwortung für sich und andere zu tragen? Wie erzeugen wir kurzum gesellschaftlichen Zusammenhalt? Und das ist der Grund, warum ich im Moment an Schulen arbeite, weil ich gemerkt habe, dass es da eigentlich schon anfängt mit der Rolle, mit der Selbsterwartung, die man an sich selbst hat. Wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Und was erwarte ich von mir? Wenn ich zum Beispiel zu SchülerInnen hingehe und sie damit konfrontiere, dass sie jetzt, ich führe jetzt bei euch dieses Beteiligungssystem ein und ihr dürft euch beteiligen. Yay!
Und dann sitzen da SchülerInnen und sagen, ah, warum soll ich mich denn beteiligen? Die Lehrer machen doch eh, was sie wollen. Und daraus wird natürlich später dieses, die da oben machen doch eh, was sie wollen. Das ist erlernte Hilflosigkeit. Das bedeutet, wenn ich oft genug in einer Situation bin, wo ich versucht habe, etwas zu ändern, aber ich konnte es nicht, es wurde mir nicht erlaubt, weil ich zum Beispiel in einem autoritären System unterwegs war, dann will ich das gar nicht mehr. Und wenn ich dann mit der Möglichkeit konfrontiert bin, etwas zu verändern, habe ich weder die Kompetenzen noch die Motivation dazu, es zu tun. Und alles, was mir bleibt, ist, mir die Welt zu vereinfachen in uns hier unten und die da oben, in Gut und Böse, in Feindbilder. Aber ich selber erlebe mich eher als Opfer der Umstände, als Konsument der Gesellschaft, nicht als ihr Gestalter. Und genau darin liegt die Aufgabe, es zu ändern. Das zweite Problem, vor dem wir mit der Digitalisierung stehen, ist gefühlter Kontrollverlust. Wir bemerken gerade Erwachsene, dass wir vielleicht nicht so auf der Höhe der Zeit manchmal sind, dass Phänomene uns überrollen, dass Dinge sich viel zu schnell verändern und wir haben keine klaren Regeln dafür, wir haben keine Etikette, was die Beantwortung von E-Mails betrifft. Wir wissen vielleicht viele Dinge nicht. Und gerade für LehrerInnen ist das sehr schwierig, weil LehrerInnen an sich die Erwartung haben, ich bin hier die Autorität, ich muss das Chaos hier in den Griff kriegen, um Unterricht machen zu können. Und ich kann mir vor diesen SchülerInnen keine Schwäche erlauben, weil mir das meinen Unterricht schwerer machen wird. Und das ist ein Rollenwandel, dem ich oft begegne und mit dem ich in der Praxis sehr viel arbeite, nämlich hier Ängste zu nehmen und Umgang zu finden, wie komme ich mit diesem Kontrollverlust zurecht und wie kann ich mich dabei gut und selbstsicher fühlen. Ich habe dafür zwei Orte identifiziert, die wirklich gut sind. Und das sind die Kommune und die Schule. Warum ist es in diesen Orten so gut, Selbstwirksamkeit zu lernen? Erstens sind es die Orte, wo alle sind. Das heißt, hier finden wir nicht nur eine bestimmte Schicht oder bestimmte politische Einstellungen, sondern hier sind alle. Hier begegnen sich alle von Angesicht zu Angesicht. Ja, auch in der Kultur der Digitalität ist das Sehen, das physische Treffen sehr wichtig, weil das ist, wo politische Energie entsteht. Und wenn ich an diesen Orten etwas verändere, laufe ich jeden Tag daran vorbei. Und was auch immer ich verändert habe, ist eine Erinnerung daran, dass ich nicht wirkungslos bin in der Welt, dass ich einen Unterschied mache und dass ich Verantwortung trage für meine Umgebung. Sei es ein Fahrradständer. Ich laufe an diesem Fahrradständer vorbei und es ist meine physische Manifestation. Ah, da habe ich mich mit Leuten zusammengetan, habe Werbung gemacht, habe Widerstände überwunden und habe diesen Fahrradständer dort aufgestellt. Ich habe etwas verändert in dieser Welt. Das heißt, die Schule und die Kommune sind die Orte, an die wir gehen müssen mit Bildungsangeboten, die uns im Prinzip beibringen zu handeln. Denn was ist Handeln? Nach Hannah Arendt, die unterscheidet Arbeiten und Handeln. Arbeiten ist das Ausführen eines vorgegebenen Prozesses, während das Handeln das Gestalten des Prozesses ist. Und das ist ein extrem wichtiger Unterschied, weil in der Zeit der Digitalisierung und der Automatisierung alles automatisiert wird, was automatisiert werden kann. Maschinen sind ganz gut darin, vorgegebene Prozesse auszuführen. Nur Menschen können Prozesse gestalten. Mit der allerallerstärksten und besten KI, die wir haben, die ist nicht in der Lage zu handeln. Und dafür müssen Menschen, klar, die berühmten 4K lernen, ist, glaube ich, niemandem hier neu. Ich würde dabei allerdings, immer wenn die erwähnt werden, wird die Dimension der Persönlichkeitsentwicklung ein bisschen unterschlagen. Dabei finde ich gerade die neben diesen 4K zentral. Persönlichkeitsentwicklung meint, sich die Frage zu stellen, wer bin ich eigentlich? Was will ich? In was für einer Gesellschaft lebe ich? In was für einer Gesellschaft will ich leben und wie komme ich dahin? Weil wir uns diese Fragen stellen müssen, um überhaupt handlungsfähig zu werden. Und wenn ich darüber nachdenke, wo die meisten Leute den Raum haben, sich diese Fragen zu stellen, fällt mir ehrlich gesagt nicht so viel ein. Diejenigen, die Glück haben, haben das in der Familie. Andere finden es über die Literatur.
Aber einige Leute werden überhaupt nicht darin angeleitet. Deshalb halte ich es für ganz zentral, musische Fächer zu fördern, weil das der Ort ist, an dem Jugendliche nah an sich selbst arbeiten können. Das ist jetzt ein Foto von einem kreativen Projekt, wo SchülerInnen zusammen eine Stadt aus Kartons bauen sollten und sich selbst irgendwo in dieser Stadt verorten sollten. Ich glaube, gerade diese urmenschlichen Dinge, ja, Beziehungsarbeit, das sich selbst finden, das künstlerische, kreative Ausleben, sind für die Demokratie zentral, weil sie erstmal den Bezug zu sich selbst herstellen und nur über den Bezug zu sich selbst komme ich überhaupt in den Bezug zu anderen. Praktisch Selbstwirksamkeit herzustellen, habe ich versucht über das Projekt Aula. Das ist ein Beteiligungskonzept, ganz praktisch für weiterführende Schulen. Inzwischen arbeiten wir mit etwa 12 deutschlandweit, mit 12 verschiedenen Schulen. Da sind Förderschulen dabei, da sind Gymnasien dabei, Reformschulen, Hauptschulen, alles. Und das Konzept Aula versucht im Prinzip ein Adapter zu sein und in dieses verhältnismäßig autoritäre System Schule verbindliche Beteiligungsmöglichkeiten für SchülerInnen zu bringen. Es besteht aus einer Online-Plattform, die ist Open Source und funktioniert auf allen Geräten, wo SchülerInnen eigene Ideen einstellen können. Sie können sie dort diskutieren, bearbeiten, die durchlaufen einen Prozess und können dort abgestimmt werden. Es besteht aus einem Unterrichtsleitfaden, weil es total zentral ist, solche Beteiligungsmöglichkeiten nicht einfach nur den SchülerInnen vor den Latz zu knallen und zu sagen, dann macht mal, sondern sie tatsächlich sinnvoll didaktisch zu begleiten, zu reflektieren und von der eigenständigen Einführung bis zur Umsetzung dieser Begleitung ist im Prinzip alles in diesem Leitfaden drin. Ja, und das Dritte ist ein Vertrag. Und dieser Vertrag wird oft geschlossen zwischen der Schülervertretung und der Schulkonferenz und sorgt dafür, dass die SchülerInnen tatsächlich verbindlich sich beteiligen können in einem bestimmten Rahmen. Dieser Rahmen wird ausgehandelt und ist in diesem Vertrag ganz genau beschrieben. Dann durchlaufen die Ideen verschiedene Phasen, werden vor der Abstimmung nochmal von der Schulleitung geprüft, ob sie auch umsetzbar mit dem Vertrag vereinbar sind. Dann werden sie abgestimmt und dann sind sie aber auch verbindlich, müssen allerdings von den SchülerInnen selbst eigenverantwortlich umgesetzt werden. Und dieses Projekt ist sehr erfolgreich darin, ein paar Sachen zu tun. Wir haben das evaluiert. Die ersten 4 Pilotschulen haben gefunden, höhere Selbstwirksamkeit, höhere Eigenständigkeit, höhere Kompetenzen in den Bereichen argumentieren, formulieren. Wir haben höheren sozialen Zusammenhalt gefunden, besonders zwischen den ältesten und den jüngsten SchülerInnen. Die haben also zwischen den Klassen viel mehr sich ausgetauscht. Und wir haben gefunden, dass sich auch schüchterne Schülerinnen mehr beteiligen. Aber auch, dass es didaktisch begleitet werden muss. Also wo 2, 3 LehrerInnen waren, die wirklich an das Projekt geglaubt haben und die das erste Jahr, die ersten 2 Jahre wirklich hinterher waren, da hat das super geklappt. Letzten Endes vollziehen wir hier einen Rollenwandel. Wir werden vom Konsumenten unserer Umwelt zu ihrem Gestalter. Aber auch für die LehrerInnen bedeutet das ein Stück weit einen Rollenwandel. Die werden nämlich von einer Autorität mehr zu einem Gastgeber. Und Autorität ist hier bitte in Anführungszeichen zu sehen. Also ich weiß von super vielen LehrerInnen, die schon mit einer riesen Bereitschaft, mit sehr großen Ohren zu ihren SchülerInnen kommen. Aber wir alle lernen durch Beobachtungslernen und wir haben als LehrerInnen so viel mitgenommen, darüber, was die Rolle des Lehrers eigentlich ist, schon bevor wir das Studium anfangen, dass dieser Rollenwandel in die Kultur der Digitalität oft schwerfällt. Aber das ist in Wirklichkeit, was wir mit Digitalisierung meinen. Digitalisierung ist Beziehungsarbeit. Und wenn ich Aula einführe, dann dauert das mindestens ein Jahr, bevor wir überhaupt loslegen, weil wir an die Schulen gehen und wir leisten diese Beziehungsarbeit und wir reden mit den LehrerInnen, die sich überfordert oder eingeschüchtert fühlen und wir versuchen sie abzuholen. Und warum ich persönlich das alles mache, ist, weil ich tatsächlich glaube, dass wir eine zweite Welle der Aufklärung brauchen, jetzt wo wir all diese Macht haben und all diese Fähigkeiten. Denn wenn wir nicht die Macht über die Geräte und die Netze haben, dann haben die Geräte und Netze Macht über uns.
Und das will ich verhindern. Das ist Ziel meiner Arbeit und ich freue mich auf Nachfragen dazu. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag, Marina Weißband. Wir haben schon ein paar Fragen gesammelt. Die erste wäre, was sind denn so Themen bei Aula, die dort auftauchen? Also ganz viel dreht sich um Veranstaltungen, Anschaffungen, aber auch Unterrichtskonzepte. Wir haben eine Schule, die einen Smartphone-Tag eingeführt hat, wo alle LehrerInnen Unterricht mit Hilfe des Smartphones machen mussten und dabei ganz neue didaktische Möglichkeiten für sich entdeckt haben. LehrerInnen wurden auf Fortbildungen schon geschickt von Crowdfunding gesammeltem Geld. Und wir haben Hausordnung. Kältepausen wurden eingeführt. Wir haben teilweise auch Diskussionen gehabt, wie genau Corona-Maßnahmen umzusetzen sind, was ich sehr sinnvoll finde. Verschiedenste Sachen, aber es kommt immer darauf an, wie viel Raum gewährt natürlich auch die Schulleitung und die Schulkonferenz diesem Vertrag. Weitere Frage, die auftaucht, ist, und ich glaube, die ist sehr berechtigt, wie kann man denn skeptische Lehrkräfte überzeugen, und wie können sie Demokratie erleben? Weil natürlich werden nicht immer alle Lehrkräfte in einer Schule immer sofort begeistert sein. Ich versuche es mal sehr kurz, obwohl es ein sehr langes Thema ist. Im Prinzip zum Beispiel, wenn mir jemand kommt mit, oh Gott, noch was Digitales und ich habe eigentlich, das ist alles so ein Teufelszeug, kann nicht wenigstens die Schule frei davon sein. Dann bin ich immer so, ja, ich stimme dir zu. Das hier ist das moderne Schlachtfeld des Kapitalismus und beinahe alles, was Jugendliche von sich aus darauf tun können, ist konsumieren, weil bisher größtenteils Unternehmen sich darauf breit gemacht haben. Und ja, es bietet potenziell viele Gefahren. Du hast recht, das ist eine sehr gute Beobachtung. Aber jetzt denken wir weiter. Wenn wir das nicht in der Schule machen, wo lernen sie sonst den Umgang damit? Wer reflektiert das mit ihnen? Du hast Fähigkeiten als Lehrer erworben, über viele Jahre Dinge kritisch wahrzunehmen, Machtstrukturen zu erkennen. Wer, wenn nicht du, kann den SchülerInnen helfen? Das heißt, abholen, genau. Erstmal zustimmen bei den berechtigten Befürchtungen, die geäußert werden, und dann nochmal betonen, die Kompetenzen, die sie ja haben als Pädagoginnen und die weiterhin gebraucht werden, aber eben auch die Dringlichkeit klar machen, diese Kompetenzen in den neuen Rahmen anzuwenden. Eine weitere Frage ist, wie dann überhaupt das Verhältnis von analogem und digitalem Engagement aussieht bei Aula. Also, wie viel muss man tatsächlich über die Umgebung organisieren und was findet dann alles in der Schule statt? Also die Online-Plattform ist ein Begleittool. Sie soll protokollieren und strukturieren. Die eigentliche Beteiligung findet schon meistens im Schulumfeld statt und darauf legen wir auch Wert. Wir versuchen zum Beispiel nach Möglichkeit der Schule eine sogenannte Aula-Stunde zu machen, wöchentlich. Das klappt nicht überall. Manchmal ist sie nur monatlich, manchmal ist sie am Nachmittag, manchmal ist sie in einer Pause, wo die SchülerInnen zusammenkommen. Aber wir regen dazu an, die Ideen tatsächlich mündlich vorzustellen, zu diskutieren, zu debattieren, Nachfragen zu stellen. Und dann geht es tatsächlich darum, dass sie Wahlkampf machen, dass sie richtig Plakate kleben, die rennen durch die Klassenzimmer, die machen Lautsprecherdurchsagen, die werden richtig kreativ. Also Aula ist schon etwas, das im physischen Raum immer vorhanden ist und durch diese Software eben begleitet wird. Und wie eng betreuen Sie das dann? Also gerade wenn Sie sagen, ein Jahr braucht es dann doch, um das überhaupt erstmal in der Schule überhaupt ankommen zu lassen und dann startet man das eigentliche Projekt. Wie sind Sie dann noch involviert darüber hinaus oder ist dann die Schule eigenständig und kann loslegen? Also so ganz eigenständig, also die Schulen sind eigenständig, aber wir versuchen natürlich Kontakt zu halten. Die ersten Schulen haben wir komplett selber betreut, das heißt, wir sind buchstäblich in die Klassen gegangen und haben die Einführungsstunden für die Klassen gemacht. Dann sind wir dazu übergegangen, Multiplikatorinnen auszubilden. Das heißt, wir bilden an jeder Schule Teams aus LehrerInnen und SchülerInnen aus. Das machen wir teilweise immer noch jetzt. Und jetzt hatten wir die erste Online-BotschafterInnen-Ausbildung für Aula. Das sind also Leute, die unsere Rolle spielen und die selber in die Lage versetzt werden, bei sich regional Multiplikatorinnen auszubilden und Ansprechpartner zu sein. Und das Wichtigste dabei ist eigentlich die Expertise und die Erfahrung, die man aufbaut, wenn man mit paar Schulen gearbeitet hat, diesen Einführungsprozess begleitet hat und einfach die menschlichen Stolpersteine kennt. Weil das System kann jede Schule selber installieren und
es ist kein Problem. Die Anleitungen sind sehr ausführlich. Wir wissen auch gar nicht, an wie vielen Schulen es läuft, weil teilweise schreiben uns SchülerInnen, wie pflege ich denn einen neuen Benutzer ein? Und wir so, oh, ihr habt Aula? Okay, cool. Aber dieses didaktische Begleiten ist halt wichtig. Nun gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, um zu Entscheidungen zu kommen. Also es gibt verschiedene Entscheidungsfindungsmöglichkeiten. Inwiefern eignet sich Aula auch darüber, mit Schülerinnen und Schülern ins Gespräch zu kommen? Also welche unterschiedlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt, um eine Entscheidung zu fällen? Also werden da auch verschiedene Systeme ausprobiert, zum Beispiel gelöste Räte oder systemisches Kompensieren? Also welche Möglichkeiten gibt es dort? Also bei Aula selbst gibt es nicht die ganzen verschiedenen Möglichkeiten wie geloste Räte oder so. Das ist etwas, das sich ergänzend dazu super umsetzen lässt. Aula ist in seiner Funktionsweise liquiddemokratisch. Das bedeutet, jeder Schüler, jede Schülerin hat eine Stimme, kann sie aber auch delegieren. Und das ist sehr interessant, weil wir eine ganze Einheit haben für den Politikunterricht mit einer Übung mit Münzen, wo die Stimme verbildlicht wird durch Münzen. Und mal sind sie gezwungen, die Münze selber in einem Themen, in einer Sachfrage abzugeben. Mal sind sie gezwungen, die Münze abzugeben an jemand anderes, das heißt wie in der repräsentativen Demokratie. Sie müssen jemanden wählen. Manchmal können sie sich frei entscheiden und dann reflektieren sie. Wonach habe ich mich denn entschieden? Was habe ich alles abgewogen? Was waren meine Beweggründe, so und so zu entscheiden? Das heißt, wir können vergleichen direkte Demokratie, repräsentative Demokratie, liquide Demokratie. Was sind die Vor- und Nachteile jedes Systems? Wo ist vielleicht was geeigneter? Wir haben dabei nicht das ganze Spektrum politischer Entscheidungsfähigkeit, aber Aula ist ja sowohl an die Schülerinnenvertretung als auch an Schülerhaushalte absolut anschlussfähig und ist dabei eben ein Element von vielen. Und wenn wir nochmal auf die Schulen selber zu sprechen kommen, inwiefern eignet sich denn Aula für alle Schulformen und welche Schulformen haben sich denn im Moment bislang daran beteiligt? Also im Moment eignet sich Aula für jede Art von weiterführender Schule. Es ist konzipiert für SchülerInnen Pi mal Daumen ab Klasse 5. Wir haben auch Berufsschulen, wir haben auch Oberstufen. Was wir im Moment noch nicht haben, sind Grundschulen, weil dafür das Konzept nochmal extra angepasst werden müsste. Es müsste weniger schriftlich sein, es müsste stärker eine haptische Komponente haben. Das würden wir aber gerne entwickeln. Ansonsten eignet sich Aula auch über Schulen hinaus. Wir haben es mit Jugendparlamenten ausprobiert. Wir haben es mit Sportverbänden ausprobiert. Wir digitalisieren gerade die Sportjugend Hessen. Und es eignet sich natürlich auch für alle Erwachsenenkontexte, weil wenn Jugendliche es benutzen können, können es Erwachsene auch benutzen. Eine weitere Frage ist, wäre denn auch eine Online-Schülersprecherinnenwahl über Aula beispielsweise möglich? Wahlen sind über Aula grundsätzlich nicht möglich, und zwar, weil es keine sicheren Wahlcomputer gibt. Das ist auch, warum ich bin jetzt gerade befasst ein bisschen mit dem Parteitag der CDU. Und es ist wirklich, wirklich schwierig, Personenwahlen, wenn sie geheim sein müssen, online durchzuführen, weil jede geheime Abstimmung ist nicht nachvollziehbar. Und dann kann ich nicht gucken, ob es manipuliert wurde. Gab es denn schon eine wissenschaftliche Evaluation von Aula, also bei der man vielleicht auch herausfinden konnte, welche Effekte hat es eben sowohl auf Schülerinnen als auch auf Lehrer tatsächlich gehabt? Hat sich da was wissenschaftlich wirklich verändert, nachprüfbar verändert an den Schulen in der Beteiligung und in der Diskussion? Ja, es gab eine wissenschaftliche Evaluation. Ich habe das als Psychologin selber durchgeführt. Es gab keine externe Evaluation, aber die interne Evaluation habe ich tatsächlich wissenschaftlich gemacht mit verschiedenen Fragebögen und qualitativen Interviews. Die kann man auch finden auf unserer Seite aula.de unter Materialevaluation. Die ist 60 Seiten lang. Also da haben wir schon ganz viel rausgefunden, aber natürlich mussten wir auch viel mit Selbstberichten arbeiten. Einfach weil, ja. Und was kam da so bei raus? Also, welche Erfahrungen gibt es denn so zu den Veränderungen der Haltung von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch eben bei den Schülerinnen und Schülern? Wir haben die Veränderungen der Haltung der LehrerInnen nicht überprüft. Wir haben die LehrerInnen nach ihrer Fremdbeobachtung gefragt in der Einschätzung der Kompetenzen der SchülerInnen. Wir haben allerdings bei den SchülerInnen tatsächlich eine größere Eigenständigkeit gefunden. Wir haben gefunden, dass die Beteiligung in die Breite geht.
Was ich nicht finden konnte, eine Hypothese von mir war, dass SchülerInnen sich mehr beteiligen, die Deutsch als Fremdsprache sprechen. War auch in der Tendenz so, aber da gab es einfach zu wenige, um das statistisch signifikant nachzuweisen. Aber schüchterne SchülerInnen haben sich signifikant häufiger beteiligt. Und wir haben gefunden, dass die LehrerInnen ihre SchülerInnen besser eingeschätzt haben im Formulieren, im Diskutieren. Wir haben außerdem die Selbstbeobachtung, das ist halt mit Vorsicht zu genießen, die Selbstbeobachtung der SchülerInnen, dass sie auch auf anderen Plattformen, dadurch, dass sie bei Aula konstruktiv formulieren müssen, wir haben keine Kommentare, wir haben nur Verbesserungsvorschläge, dass sie auf anderen Plattformen auch konstruktiver reden, also dass sie bei WhatsApp oder bei Instagram in den Kommentaren konstruktiver kommentieren. Das ist ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, dass das sich auch auf andere Plattformen überträgt. Konnten Sie auch eine inhaltliche Aussage dazu treffen, was sich Schülerinnen und Schüler generell von der Digitalisierung versprechen? Ich glaube, die Einstellungen, also wir haben nicht die Einstellung zur Digitalisierung erfasst. Aber es ist halt auch so, dass sich bei SchülerInnen die Einstellung zur Digitalisierung gar nicht so explizit ausprägt wie bei LehrerInnen, einfach weil sie in diese Welt hineinwachsen. Für sie ist Digitalisierung kein Ding. Ich meine, die Digitalisierung ist ja schon passiert. Wir gewöhnen uns nur langsam dran und die sind halt schon da. Also ich habe von den SchülerInnen tatsächlich wenig Entwicklung in der Medienkompetenz gefunden. Sehr viel Entwicklung im Medienwissen, wie zum Beispiel Umgang mit Passwörtern, haben wir geübt. Wir haben bei den Avataren haben wir über Bildrechte gesprochen, sowas. Die Nutzungskompetenz ist nicht gestiegen, einfach weil Aula ist eine ziemlich basale Plattform. Die haben alle mit was Ähnlichem schon gearbeitet. Was ich interessant fand, war, dass sie gesagt haben, dass also 80% der SchülerInnen haben ausgesagt, dass die Medienkompetenz der LehrerInnen sich erhöht hat. Was sehr interessant war, weil wir nicht danach gefragt haben. Also das heißt, die Entwicklung in Sachen Digitalisierung und Einstellung zur Digitalisierung findet eher bei den Lehrenden statt. Was wir noch nicht nachgewiesen haben, das würde ich gerne, ist, fühlst du dich eher als Konsument oder eher als Gestalter, so vorher, nachher? Das haben wir noch nicht gemacht, würde ich gerne noch machen. Wie kann denn ein Kind, was eben zu Hause vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, überhaupt eine gestaltende Persönlichkeit zu entwickeln, das dann nachholen, vielleicht auch über Aula hinaus? Haben Sie da Ideen? Es ist halt wichtig, viele Drittorte anzubieten, die weder die Schule noch das Zuhause sind oder die weder der Arbeitsplatz noch das Zuhause sind. Für die Kinder ist es natürlich in der Schule sehr, sehr gut. Wir haben gerade den Ganztag, der massiv wächst und der auch kindgerecht gestaltet werden soll. Kindgerecht gestalten kann man aber gar nicht, wenn man die Kinder nicht danach fragt, was sie wollen. Das heißt, hier ganz, ganz viel Raum lassen. Und zwar auch wirklich mutig Raum lassen. Die sind so clever, die sind so engagiert und so verantwortungsbewusst. Die sind drakonischer in der Umsetzung der Regeln als alle Erwachsenen. Man kann hier wirklich, wirklich mutig den Jugendlichen Raum lassen. Das heißt, selbst wenn sie es zu Hause nicht können, können sie es zumindest in der Schule. Und dann ist es halt wichtig, in der Stadt viele Freiräume zu schaffen. Ich bin selber ein sehr großer Fan der Volkshochschule als Ort und finde, sie sollte zusammengelegt werden mit Bibliotheken, mit Cafés, auch mit Kneipen, damit wir sozusagen Orte haben, wo wir einander begegnen und wo wir Möglichkeiten haben, sowohl zu lernen als auch etwas selber herzustellen. Und sehr, sehr wichtig, ich finde, jetzt rein bildungstheoretisch betrachtet, wenn Kinder 2 Jahre lang schon an der Schule lernen und selber noch niemanden unterrichten, machen wir was falsch. Müssen die viel früher in Verantwortung holen, aber eben auch die Freiheiten geben. Und da knüpft sich auch ganz schön noch eine weitere Frage an, die häufig im Chat auch genannt worden ist. Sind Schülerinnen, die Selbstwirksamkeit durch Partizipation in der Schule erleben, dann auch später im Leben stärker an Teilhabe interessiert? Also ich habe noch nicht viele Beobachtungen jetzt anhand von Aula machen können. Wir sind erst seit 4 Jahren unterwegs. Ich habe ein paar meiner SchülerInnen begleitet, die jetzt Alumni sind, die teilweise in Büros von Bundestagsabgeordneten arbeiten. Also die wurden durch Aula richtig politisiert und zwar besonders während dieses Vertragsaushandlungen. Das war so der politischste Moment. Ich kann das zahlenmäßig halt noch überhaupt nicht zeigen, aber wir wissen schon, dass Beteiligung prinzipiell zu höherem politischem Engagement führt. Übrigens auch zu Abnahme von Vandalismus und Gewalt. Und das ist ein Effekt, den ich mir wünschen würde, aber ja, für Langzeitbeobachtungen ist es halt noch viel zu früh.
Eine weitere Frage ist, hilft Aula gezielt, die Heterogenität der Schülerschaft bewusster wahrzunehmen, die marginalisierten Gruppen und ihre Bedürfnisse sichtbarer zu machen, also sprich auch die eigenen Privilegien zu erkennen und so auch mit in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen? Ja, das habe ich sehr stark beobachtet. Erstens gab es ganz, ganz oft von LehrerInnen die Befürchtung ganz am Anfang des Projekts, ja, aber was ist, wenn die da was Rassistisches sagen oder was Sexistisches? Und ich habe gesagt, dann ist das doch wunderbar, weil das entsteht ja nicht durch Aula, sondern es wird ja nur sichtbar gemacht. Und da haben wir dann plötzlich die Möglichkeit, es zu sehen und es anzugehen und darüber zu sprechen. Darum geht es ja. Wir hatten eine Schule mit einem großen Salafismusproblem. Die hatten sehr, sehr, sehr viele muslimische MitschülerInnen und da war ein Mitschüler gestorben im Kampf für den IS und es war eine Befürchtung, was da passieren würde und wie. Eine der ersten Ideen war auch, einen Gebetsraum zu machen. Und dann kam aber der Verbesserungsvorschlag, ja, ein Gebetsraum, aber nur wenn der interkonfessionell ist. Und zwar auch für christliche SchülerInnen zum Beten, aber auch einfach für atheistische SchülerInnen zum Meditieren. Also einfach nur ein stiller Raum, der nicht dezidiert muslimisch ist. Und das ist eine Diskussion, die passiert, glaube ich, verhältnismäßig selten, einfach dadurch, dass sich hier jeder beteiligen kann. Und das ist, das sage ich jetzt als Ausländerin, die nicht gut Deutsch sprach in der Schule, es ist so viel leichter, sich schriftlich auch auszudrücken über diese Themen als mündlich im Unterricht. Was mich noch interessiert ist, die Schülerinnen und Schüler handeln ja eben mit der Schule einen Vertrag aus. Wie genau läuft das ab? Also ich nehme an, da wird es auch eine Art von Begleitung geben, aber natürlich sollen die Schülerinnen und Schüler natürlich möglichst selbstständig dort auch in den Vertragsverhandlungen sein. Wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben ein paar Beispielverträge gemacht, die sind in den Materialien. Das heißt, wenn es an der Schule eingeführt wird, kriegen die so ein paar Beispielverträge vorgelegt. Und was da drin meistens eine Rolle spielt, ist, es ist meistens eine freiwillige Selbstverpflichtung der Schulkonferenz, die sagt, wir tragen alles mit, was per Aula beschlossen wird, in folgendem Rahmen. Und dann geht, die Gesetze gelten offensichtlich, die Schulgesetze, also die Ideen dürfen nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Dann wird explizit genannt, was nicht verändert werden darf. Zum Beispiel Personalentscheidungen dürfen nicht getroffen werden. Es darf kein Geld ausgegeben werden, das nicht da ist. Es darf nicht über Personen entschieden werden, also auch über SchülerInnen, was ja sonst die Schulkonferenz macht. Dann sind aber alle Freiheiten der Schulkonferenz aufgezählt, die die SchülerInnen übernehmen können. Zum Beispiel, die dürfen die Hausordnung ändern, sie dürfen das Essen in der Cafeteria ändern, sie dürfen die Busfahrpläne mitbestimmen, sie dürfen Veranstaltungen planen und so weiter und so fort. Es ist insofern praktisch, als dass eigentlich jedes Bundesland eine Liste hat von Möglichkeiten, die die Schulkonferenz hat. Und im Prinzip guckt man dann in diesem Vertrag, welche können wir übertragen an die SchülerInnen und welche müssen bei uns bleiben. Und kann man sagen, wie stark sich diese Verträge unterscheiden? Also ist es dann doch unterm Strich so, dass die meisten Schulen einen relativ ähnlichen Vertrag miteinander aushandeln? Oder gibt es da schon sehr individuelle Themen, die an den Schulen besprochen werden? Es ist sehr individuell. Ich habe noch keine zwei Schulen mit demselben oder auch nur einem sehr ähnlichen Vertrag gesehen. Das geht bis hin zu, an manchen Schulen muss, bevor die Idee abgestimmt wird, nochmal die Schulkonferenz drüber schauen. An manchen Schulen gar nicht. An manchen Schulen dürfen SchülerInnen nur Ideen bis zu einer gewissen Größe beschließen. Es kommt, im Vertrag ist ja auch festgelegt, zum Beispiel, wann eine Idee überhaupt angenommen ist. Und an manchen Schulen müssen mindestens die Hälfte der SchülerInnen abgestimmt haben. Sonst ist es egal, ob sie eine Mehrheit kriegt oder nicht. Diese Dinge unterscheiden sich und natürlich unterscheidet sich einfach sehr, was die SchülerInnen dürfen und was nicht. Das kommt sehr auf die Einstellung der Schulleitung und auch der Schulkonferenz an.